Junkfoodtaster.com. And now reviewing with Dashboard Chocolates. Neapolitana wafers. So this stuff, so this kind of wafers, obviously from Napoli, Italy. So it says Italian waffle special stuff with nougat. With good nougat. Or proper, hard to translate, sorry guys. Yeah, it seems to be a cooperation with a company called Rocca. I never had a product by them, but here it says it's number one in waffles in Italy. Okay, so it's a standard amount, 100 grams, and it's creamy. Okay, oh, no English ingredients, sorry, only German. So 35% nougat and hazelnut cream. It's really interesting. I think it's a little bit thicker than the normal ones, probably due to the wafers. Wafers take the space. Let's have it. Okay. I just look desperately for the knife. Oh, there's it. Opening something on camera is always difficult. Okay. There's some structure. Can you see this? Let's not care. Let's look at this. Witcher sport. Witcher means like knight. Also, like Ritter is a common German family name, or somehow a little bit common. Like Müller is a totally common family name. So I cut it. I always cut stuff. Ah, oh, look at this! It's gorgeous. Very nice. So thick chocolate, nougat, whatever, and then the wafers, very interesting. Yeah, nice sound, isn't it? Yeah, holding my microphones are directly here on the camera, let's do it. Okay, I eat it. Yeah, nougat. But where's the wafer? The wafer is not, oh, broken into two pieces here. The wafer is not very resistant. The wafer is very redundant. I expected much more crunchiness here. Raw. Yeah, you have a nougat taste in there. A little bit like Nutella. So, sorry, enough said in English, I have to go for the Germans now.
Okay, Rittersport, Sorte Neapolitaner. Jetzt habe ich das eigentlich mal gecheckt. Das ist offenbar aus Napoli, Italien. Also, wie heißt denn das auf Deutsch Napoli? Neapel, ne? Okay. Guck mal, das ist was Österreichisches. Da gibt es auch die Manna-Waffeln. Aber die haben es wahrscheinlich nachgemacht. Die Ritterleute haben auch kooperiert mit Italienern. Luaca, Number One, die Nummer 1. Jedenfalls in Italien. Ich finde das Zeug. Also, man hat eine ziemlich dicke Nougat-Schicht oben. Ich habe so ein bisschen Problem mit den Waffeln. Ja? Man hat das ja gehört, wenn ich das, als ich das gekaut habe. Das ist so ein bisschen crunchy. Irgendwie ist das nicht richtig waffelmäßig. Das heißt, das ist hier nicht. Es leistet kaum Widerstand, die Waffe. Fast gar keinen. Ein bisschen zu wenig. Ja. Irgendwie nicht so das Highlight. Deshalb nur das Draw. Es war irgendwie mehr vielversprechender, als es dann tatsächlich war, sagen wir mal so. Gut. Ja. Also wer. Luaca, okay, kann mich mal informieren. Ja, und ansonsten wisst ihr ja Bescheid. Erster Link kann das selber bewerten. Zum Beispiel. Und wir können auch auf Facebook euch melden, was weiß ich. Oder ihr könnt auch ein ganz anderes Video gucken. Ein Justin Bieber Video. Okay, Leute, gut, Dankeschön.